So, jetzt hier wieder mal eine Aussage zum KGV, und zwar die folgende, und wir müssen uns überlegen, stimmt die oder stimmt die nicht. Für alle A, B, C aus den natürlichen Zahlen mit GGT von A, B und C gleich 1 gilt das KGV von A, B, C ist gleich A mal B mal C. So, was bedeutet die Aussage? Naja, wir haben drei Zahlen, deren gemeinsamer GGT 1 ist. Das heißt, wenn ich die Teilermenge dieser drei Zahlen schneide, alle drei schneide, das größte Element da drin ist die 1. Das heißt, ja, es gibt keine andere Zahl größer als 1, die A und B und C teilt. Ja? Wenn das der Fall ist, dann ist das kleinste gemeinsame Vielfach von ABC gleich A mal B mal C. So eine ähnliche Aussage hatten wir mal bewiesen. Und zwar die folgende. Für 2, ne? Wenn der GGT A von A und B gleich 1 ist, dann folgt daraus, das KGV von A und B ist gleich A mal B. Das stimmt deswegen, weil wir wissen, dass der GGT von A und B mal dem KGV von A und B gleich A mal B ist. Und wenn der GGT von A und B 1 ist, dann fällt das ja weg im Produkt, ne? Also wir wissen, der GGT von A und B mal dem KGV von A und B ist gleich A mal B. Und wenn das hier 1 ist, also wenn der GGT von A und B 1 ist, wenn beide teilerfremd sind, dann ist gerade das KGV von A und B gleich A mal B. So, das wissen wir für den Fall, dass wir zwei Zahlen betrachten. Jetzt haben wir aber drei Zahlen da oben. Jetzt ist die Frage, stimmt das denn? Wenn wir überlegen, was wäre denn, wenn die drei Zahlen alle drei gleich wären, also alle drei gleich, 2, 2 und 2, ne? Dann ist das KGV von 2, 2 und 2 ja offensichtlich nicht 2 mal 2 mal 2, aber das dürften wir auch gar nicht einsetzen, weil, ach so, ja stimmt, weil 2, 2 und 2 der größte gemeinsame Teiler nicht gleich 1 ist, sondern 2. Aber vielleicht kriegen wir es hin, drei Zahlen so zu finden, dass ja, wie soll ich sagen, dass sie gewisse Primfaktoren gemeinsam haben, sodass das kleinste gemeinsame Vielfache ist, kleiner ist als a mal b mal c, aber trotzdem die drei Zahlen teilerfremd sind. Ja, und das kriegen wir beispielsweise so hin, aufgepasst. Wir nehmen mal den GGT von 2 und 2 und 3. Die größte Zahl, die alle drei Zahlen teilt, ist die 1. Aber das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 2 und 3 ist 6. Und das ist ungleich 2 mal 2 mal 3. Das ist nämlich gleich 12. Also man müsste schon fordern eigentlich nicht, dass das größte gemeinsame Teiler von den drei Zahlen 1 ist, sondern dass der größte gemeinsame Teiler von jeweils zwei Zahlen, die ich hier nehme, 1 ist. Ne? Also dass sie sozusagen paarweise teilerfremd sind. Ansonsten habe ich hier eben den Fall, dass wenn zwei Zahlen nicht teilerfremd sind von den dreien, aber trotzdem der Gesamt-GGT 1 ist, dass dann das kleinste gemeinsame Vielfache doch kleiner ist als das Produkt der drei Zahlen. Also, die Aussage gilt nicht, wir haben ein Gegenbeispiel gefunden.